Seenluft 24, die Woche. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu den Nachrichten der letzten Tage. Im USL-Kreis gab es am Freitag über 240 neue Corona-Fälle. Die Inzidenz stieg seit Donnerstag um rund 140 Punkte auf 510,2. Elbe-Elster lag bei 790 und Spree-Neiße bei 487. Aufgrund steigender Zahlen tritt an diesem Montag im Land eine neue Eindämmungsverordnung in Kraft. Damit wird die 2G-Regel ausgeweitet. Unter anderem gilt sie in Gaststätten, Theatern, Freizeitbädern und für Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter. Ausnahmen gibt es für Jugendliche unter 18 und für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Sie benötigen für den Zutritt einen negativen Testnachweis und Erwachsene müssen zusätzlich eine FFP2-Maske tragen. Mehr dazu finden Sie unter brandenburg.de. Im Lausitzer Seenland entstehen immer mehr barrierefreie Urlaubs- und Reiseangebote. Eine der jüngsten Erhebungen dazu fand an diesem Mittwoch in Großkoschen statt. Marei Tuppatsch nimmt sie genau unter die Lupe, die Gegebenheiten im Sonnenhof in Großkoschen. Gemeinsam mit Markus Heberle vom Tourismusverband prüft die Vorsitzende des Senftenberger Behindertenbeirates die barrierefreie Ausstattung des Hauses. Aktuell sind im Seenland mehr als 100 Anbieter mit über 120 Angeboten erfasst. Also im Grunde genommen lebt es sich ganz gut, weil es ja doch sehr viele barrierefreie Angebote gibt. Man kann in der Freizeit ja doch allerhand erleben und deswegen... Was wünschen Sie sich dennoch? Naja, das Hauptsächliche wäre, dass es eben barrierefreie Strandzugänge gäbe und dass vielleicht das Toilettennetz in diesem Lausitzer Seenland ein bisschen ausgearbeitet wird. Um den Senftenberger See ist das ja recht gut schon ausgebaut, aber die anderen Seen halt. Die Urlaubsregion in Brandenburg und Sachsen ist eine von 10 Destinationen in Deutschland, die sich speziell dem barrierefreien Tourismus widmet. Die Paul-Noack-Grundschule in Schipgau hat neue Horträume. Sie wurden dieser Tage freigegeben. Für die Kinder gibt es unter anderem einen Forscher- und Bauraum, einen Raum mit Kletterwand, Slackline und Boxsack oder den Clubraum zum Ausruhen. Platz haben bis zu 100 Kinder. Schipgau investierte in Renovierung und Ausbau rund 35.000 Euro. Damit sei die Betreuung nun zentral in einem Gebäude möglich, so Amtsleiterin Madeleine Menzel. Im Schipgauer Hort arbeitet ein 6-köpfiges Erzieherteam unter Leitung von Manuela Meusel. In der Naundorfer Straße in Lauchhammer steht der erste Bauabschnitt kurz vor der Fertigstellung. Seit diesem Montag wird dort die Asphalttragschicht aufgebracht. In Lauchhammer geht die Sanierung der Naundorfer Straße zügig voran. Nach dem Baustart im vergangenen Mai wurden im ersten Bauabschnitt die Regen- und die Trinkwasserleitung erneuert. Aktuell laufen zwischen der Ortrander Straße und dem Wehlenteichweg die Arbeiten an der Fahrbahn. Fertiggestellt werden sollen in den kommenden Tagen auch die Zufahrten Lutherstraße, Pestalozzi-Straße und an der Feuerwehr. 2020 wird dann der zweite Abschnitt vom Wehlenteichweg bis zur Wilhelm-Kültz-Straße in Angriff genommen. Fördermittel für Städtebauplanungen hat Rulands Amtsdirektor Christian Konzak am Dienstag entgegengenommen. Symbolisch überreicht wurde der Bescheid von Infrastrukturminister Guido Beermann im Rahmen einer Videokonferenz. Mit dem Geld sollen bestehende Flächennutzungspläne überarbeitet werden. Das würde der Stadt und den Gemeinden weitere Entwicklungsmöglichkeiten unter anderem für Wohngebiete ermöglichen. Grund ist die anhaltend hohe Nachfrage nach Baugrundstücken. Laut Medienberichten sind dafür rund 500.000 Euro veranschlagt. Und nun weitere Meldungen in unseren Kurzmeldungen. Mit dem Wirken der Freifrau von Löwenthal beschäftigt sich derzeit das Kunstgussmuseum in Lauchhammer. Geöffnet ist die Sonderausstellung noch bis zum 28. Februar. Freifrau von Löwenthal war Mitgründerin des ersten Eisenwerkes und damit des Industriestandortes Lauchhammer. Seit diesem Dienstag ist bundesweit der neue Bußgeldkatalog für Verkehrsverstöße in Kraft. Damit gelten teils deutlich höhere Strafen für Geschwindigkeitsverstöße und Falschparker. Wer beispielsweise Geh- und Radwege oder Seitenstreifen vorschriftswidrig nutzt, zahlt statt bisher 25 jetzt 100 Euro. Der Landeselternrat und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordern eine Änderung der Teststrategie an Schulen. Demnach sollten sich ab sofort alle Schülerinnen, Schüler und Beschäftigten täglich testen müssen. Gelten sollte das auch für Geimpfte oder Genesene, heißt es in einer Mitteilung.
Landsichten. Unter diesem Thema steht die neue Ausstellung in der Kunstsammlung Lausitz. Im Mittelpunkt stehen Arbeiten von Andreas Klose. Seine Bilder zeigen unter anderem Ortschaften am Horizont, das Spiel von Licht und Schatten oder die Weite der Landschaft in der Niederlausitz. Mit der Ausstellung kehrt der Künstler auch an seine einstige Wirkungsstätte zurück. Der studierte Kunstlehrer war Mitbegründer der Ateliergemeinschaft Der Hof und arbeitete seit 1990 als Grafiker unter anderem am Senftenberger Theater. Seit über 20 Jahren befindet sich sein Atelier im Museumsdorf Glashütte bei Baruth. Die Personalausstellung zeigt vom 10. November an über 40 aktuelle Ölbilder und Linolschnitte. Und das waren unsere Meldungen für Sie. Jetzt gibt's hier noch den Wetterbericht. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Zum Samstag ist es tagsüber bedeckt bei Temperaturen von 4 bis 9 Grad. In der Nacht gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Werten von 4 Grad. Am Sonntag wird morgens die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt und die Temperatur liegt bei 2 Grad. Darüber hinaus ist es am Nachmittag und am Abend bedeckt bei Temperaturen von 6 bis 9 Grad. Zur neuen Woche ist es am Montag von morgen bis zum Nachmittag bedeckt und die Temperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad. Am Abend ist es teils wolkig und teils heiter bei Temperaturen von 3 bis 4 Grad.